Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute eine weitere Folge von meinem kleinen Goldtagebuch präsentieren. Wir wollen nämlich jetzt wieder nachschauen, was ich so die letzten 2 Wochen an Gold in etwa gemacht habe. Und dazu habe ich hier auch schon meine Liste wieder ein bisschen aktualisiert. Wir waren nämlich das letzte Mal bei Woche 19, 20 quasi bei 18,5 Millionen Gold. Wer jetzt allgemein hier jetzt bei dem Format noch nicht dabei war, ich habe vor 20 Wochen angefangen, hier oben bei quasi 0, habe mir dann in Woche 8, 9, habe ich dann so 17 Millionen gehabt, habe mir den Spektraltiger dafür gekauft, dann wieder ein bisschen was zusammengespart. Hier habe ich mir, glaube ich, für 1 Million Gold Rezepte gekauft und jetzt letzte Woche habe ich mir quasi für etwa nochmal 750.000 dann Mats gekauft, um ja, mir Rezepte oder die Rezepte, die ich hier mir geholt habe, Items herzustellen, um mir die Transmog-Sachen zu holen. Also heißt, ich habe jetzt bei den ganzen verschiedenen Berufen hier alle Transmogs, die ich herstellen kann, mir auch hergestellt und dann dementsprechend mein Transmog-Portfolio ein bisschen erweitert, einfach weil ich so ein bisschen ein Sammler bin. Genau, deswegen haben wir hier auch nochmal einen großen Einschnitt, 750k quasi. Minus gemacht und ich habe noch relativ viel Expulsum geschaffelt. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir diese Woche, ich bin mir gar nicht sicher, ob wir diese Woche überhaupt Gewinn gemacht haben, beziehungsweise wie viel, wie es aussieht, vielleicht sogar Minus, weil ich einerseits halt 750k ausgegeben habe für meinen Transmog und dann noch relativ viel geschaffelt habe. Da kann ich euch mal kurz was zeigen. Und zwar habe ich jetzt die letzten 2, 3 Tage mit einigen Twinks Expulsum geholt. Ich habe jetzt hier auf der Bank 1556 Expulsum. Ich hatte sogar noch ein bisschen mehr gehabt, habe aber wieder ein paar Items hergestellt. Also heißt, mit dem haben wir schon recht viel und mit ein paar anderen Chars haben wir auch noch mal ganz gut was reingeholt. Im Moment bin ich jetzt bei meinem Main bei 9,4 Millionen. Ich war letzte Woche bei am Ende bei ziemlich bei 9,7, seht ihr, also hier ordentlich was. Ich habe aber jetzt wieder angefangen, ein bisschen Freehold zu boosten. Es gibt ja im Moment diesen 100% EP-Buff und jetzt ist Freehold Boosten für mich wieder interessant, weil ich mit dem Preis ein bisschen runtergehen konnte und dementsprechend dann ja, mehr Kunden hatte, aber trotzdem schneller mit dem Boosten war und dementsprechend mehr Gold gemacht habe. Also teilweise kann man jetzt in einer Stunde jemanden von 110 bis 120 boosten, weil er halt einfach 100% mehr EP bekommt. Genau, also für die Freehold Booster unter euch, die das machen können oder wollen, ist es vielleicht eine ganz interessante Information. So, dann, ich war nämlich, glaube ich, auf knapp 900.000 unten, habe jetzt durch Freehold Boosten wieder so 400k reingeholt und durch andere kleinere Sachen. Jetzt guck mal, was wir in der Post haben. Und zwar, achso, ich habe jetzt hier noch 24.000 Minus, weil ich mir vorhin wieder Mats gekauft hatte und wieder Sachen gecraftet habe. Das müssen wir jetzt einfach halt uns merken, ne, knapp, also 24, knapp 25.000 müssen wir uns jetzt quasi drauf denken. Also, was haben wir hier alles drin? Hier sind halt wieder zu 90% Items, die ich über Schmied und Lederer hergestellt habe. Eine Kleinigkeit ist anders, und zwar habe ich hier ein bisschen Gelee. Ich habe letztens entdeckt auf Antoninas, dass fast kein Gelee mehr im Aha war. Dann habe ich das restliche Gelee, was drin war, für 30, 35 Gold pro Stück aufgekauft. Hab's die letzten Tage drin gehabt für 200 Gold und hab's dann tatsächlich alles für 200 Gold verkauft. Also ich habe eingekauft 35, 34, 35 Gold, verkauft 200. Das ist halt ein Gewinn von ein paar 100%. Sehr schöne Sache, weil sowas immer auch gucken. Ich verkaufe ja auch das Bienenmount unter anderem, deswegen kaufe ich das Gelee immer auf und schaue dann immer so ein bisschen. Und da konnte ich einen guten Flip machen und hab's ja, was ist denn das, Sechsfache oder so habe ich's verkauft. Also habe ich richtig gut Gewinn gemacht. Da haben wir auch noch ein bisschen was drin und ja. Ich würde sagen, das nehmen wir jetzt mal alles raus. Das sind hier 420k schon mal, die wir da mitnehmen konnten. Und ich habe ja dann noch 40 mehr Mails drin. Da werden wir dann auch gleich nochmal gucken, was da noch so mit drin ist. Ich muss aber sagen, auf Antonidas sind so ein bisschen die Schmiede- und Lederpreise gesunken. Ihr seht, es ist jetzt viel 1000, 2000 mal 3000. Hier ist mal ein 4K-Item dabei. Aber es sind nicht mehr so viele Sachen, die ich jetzt für 8, 9, 10.000 verkaufe. Da ist der Preis tatsächlich ein bisschen runtergegangen. Aber ich mache meinen Gewinn hier über die Masse tatsächlich. Hier unten seht ihr jetzt, da war nochmal eins für 9K dabei, hier mal was für 7K. Also ein bisschen was geht da tatsächlich schon noch, aber das meiste sind tatsächlich mittlerweile eher so im 2-3K-Bereich. Ja. So im, ich denke mal, so im Schnitt werden es wahrscheinlich 3K sein. Ein paar Sachen sind ja noch ein bisschen höher. Jetzt gucken wir mal. Oh, wir kommen relativ nah ans Goldcap ran. Wir haben jetzt hier rausgezogen 500.000. Wir haben uns ja gemerkt,
24k waren wir ja noch im Minus, also waren es jetzt 500.000 und 530.000, wir haben ja 509k jetzt hier drin. Ein bisschen mehr. Wir sind fast jetzt am Goldcap. Ja, ein bisschen über 50k fehlen fürs Goldcap ist schön, muss ich jetzt dann aber bald wieder Gold wegschicken, weil wenn ich jetzt was booste, kann ich es natürlich dann schlichtweg nicht aufnehmen. Gut, das sieht schon mal ganz gut aus. Da sind wir schon mal im Plusbereich. Jetzt schauen wir noch beim zweiten Account. Und zwar habe ich einmal meinen Crabjar hier. Und der hat tatsächlich sehr viele Mails. Ihr seht 176 Dinger. Aber dafür, dass es so viele Mails sind, ihr seht, es ist sehr, sehr viel Kleinkram. Viel Mist, den ich jetzt bei Twinks bekommen habe, wo ich getwinkt habe. Oder einfach, weil ich auch mit meinem Main, ja, viel Zeugel gefarmt habe, auch für diese ganzen Berufssachen, die ich gecraftet habe. Da sind nebenbei dann auch noch Kräuter abgefallen, Erze abgefallen, die ich nicht brauche. Ja, die ich einfach beim Farmen bekommen habe, weil ich bestimmte Sachen jetzt nicht ausgeben wollte. Hätte ich mir wahrscheinlich alle Items im AH gekauft, die ich für mein Transmog-Zeug gebraucht habe, dann hätte ich wahrscheinlich 2 Millionen Gold hingelatzt. Ja. Und jetzt habe ich halt, also Pi mal Daumen geschätzt, jetzt habe ich halt 750k gezahlt, aber ich habe mir ja bestimmt 200 Items gecraftet, wenn nicht sogar mehr. Also ich habe mir wirklich aus jeder Expansion jedes Item für Lederer und Schmied quasi gebastelt, was mein Druid tragen kann. Und ich hatte ja auch wirklich alle Rezepte, weil ich mir die ja davor gefarmt habe, beziehungsweise dann auch die teuren im AH gekauft habe, die sehr selten sind. Also da war dann schon einiges da. Aber jetzt habe ich das schon mal weg. Jetzt habe ich die ganzen Rezepte und auch dementsprechend die ganzen Transmogs. Und ich bin ja so ein bisschen einer, der so Sachen ganz gern vervollständigt. Und ja, habe ich da, kann ich da quasi einen Haken drin hintermachen. Hat mich jetzt zwar einiges gekostet, aber was man hat, das hat man quasi. Gut, ihr seht, hier ist sehr viel Kleinmist. Wir haben uns das jetzt nicht genau angeguckt. Das ist wirklich von irgendeinem Fleisch aus PC bis irgendein Leder aus Wattle, Erze, Zeug, Transmog, alles Mögliche. Es war jetzt, glaube ich, nichts Hochpreisiges dabei, aber dieser ganze Kleinmist hat sich jetzt summiert zu fast 100k Gold, was nett ist. Ihr müsst aber immer rechnen, das ist sehr viel Zeit zum Einstellen. Ich habe jetzt alleine, wenn ihr jetzt hier seht, ich jetzt hier mal so grob durchscrolle, was da Items drin ist. Also, ja gut, wenn ich scroll, dann sind wir morgen nicht fertig. Also ihr seht das, ich habe da 10.000 Items drin, auch ewig viele so Prismen, die mir das Postfach immer zumachen. Und ja, einfach weil ich da 1000, 2000 Items drin habe, hast du halt irgendwann den Punkt, dass du tatsächlich einiges davon verkaufst und das geht einfach nur über die Masse. Und nichts von diesen Items habe ich jetzt bewusst gefarmt, um sie zu verkaufen zu können, sondern das ist quasi alles Abfallprodukt. Also der Char, den ihr eben gesehen habt, der verkauft quasi nur Abfallprodukt. Alles, was ich mit meinen verschiedenen Chars mache, um irgendwas zu farmen, um irgendwas zu bekommen, ja, fällt dann gewisse Items ab, die ein bisschen was wert sind und die schicke ich alles auf den Char und versuche das immer da zu verkaufen. Und naja, so nach und nach gibt es ein bisschen Gold. Mittlerweile hat er schon über 1 Million Gold eingenommen. Es ist aber halt immer relativ viel Zeit, alles wieder reinzustellen. 1000, 2000 Items wieder ins AH zu packen, ist natürlich ja, schon ein bisschen eine Zeit. Und da ist es ganz gut, dass ich einen zweiten Account habe, ne? Und dass ich das so nebenbei machen kann. Wenn ich das jetzt quasi mit dem Main-Account machen würde, dann würde mir das schon sehr viel von meiner Spielzeit kosten, tatsächlich. So, dann gucken wir jetzt hier beim nächsten rein. Das ist mein Schneider-Fortsetscher. Und ja, da haben wir jetzt einiges tatsächliche Schneider-Items gemacht. Manche, die Hosen sind sogar hier 9000 Gold wert. Nicht schlecht, aber das meiste Schneiderzeug ist halt sehr günstig. Und da mache ich halt auch ganz gut Gold noch über die, ihr seht hier trübe Kristalle oder irgendwelche. Hier habe ich 2000 blaue Splitter verkauft, die sind halt nichts mehr wert. Ne? Da machen es halt 2000, dass ich 2000 habe, aber ich kriege gerade mal 27k Gold. Also es ist halt, ja, leider da nicht viel wert. Ich kriege halt durch das Shuffeln, dadurch, dass ich diese Handgelenke klein mache, sehr viele blaue Items auch rein und die disse ich halt alle. Und da kriege ich Unmengen von Verzauberungsmats und die tue ich einerseits, wenn dann gleich im AH verkaufen oder mit meinem Hordenchar, der hat ja die Ruffraktion oben, da stelle ich dann tatsächlich Verzauberungen her. Hier mit dem hier stelle ich keine VZs her. Hat den Hintergrund, es lohnt sich nicht wirklich. Ich habe die Rang 3 Sachen nicht, da brauche ich mehr Mats für und da mache ich tatsächlich keinen Gewinn. Da lohnt sich dann tatsächlich mehr, direkt die Verzaubermats zu verkaufen und nicht auf die Verzauberungsrollen zu gehen. Ja, mit meinem Hordenschar sieht es anders aus. Der hat, wie gesagt, die ganzen Ruffraktionen oben. Da ist es easy. Da haue ich dann einfach die ganzen Rollen raus. Und da mache ich dann tatsächlich auch mehr Gold mit. Aber
Ich weiß nicht, wenn ich jetzt von null auf die Ruhrfraktion hochfarmen müsste, das wird halt wieder eine Zeit dauern und da habe ich eigentlich wenig Bock drauf, dass ich das hochfarme. Ich habe mir schon ein bisschen überlegt, ob ich das hier, wir können mal kurz auf den Main gehen. Es würde eine Möglichkeit geben, und zwar könnte ich theoretisch da hinten mir bei den Inselhändlern, wo haben wir sie? Ne, eins weiter sind wir, glaube ich, noch hier. Bei denen gibt's einmal diese Ruftoken. Da kannst du die für 100 kannst du die kaufen und bekommst, ich weiß nicht, ob es 250 Rufs sind, da bin ich mir gar nicht sicher. Gut, hier gibt es jetzt noch eine weitere. Das Inselexpedition, ja gut, nee, das brauchen wir nicht. Ah, das sind nur die alten, ne? Also die neuen kannst du gar nicht kaufen. Die alten bringen mir nichts. Also ich bräuchte quasi die neuen und dann müsste ich mir die Kisten holen. Da können die manchmal drin sein. Ah, ich glaube, das lohnt sich tatsächlich nicht. Also wenn, dann müsste ich es mir farmen oder irgendwie über diese Token das Ganze machen. Und das ist es, glaube ich, nicht wert dafür, dass ich ein bisschen was mehr machen kann, wenn ich die Rezepte habe und dann dementsprechend die Fortsets verkaufe. So, dann habe ich hier meinen Inji und Yuvichar. Da tue ich wirklich nur die Inji Schusswaffen und Streitkolben herstellen. Und das, ein bisschen was hat das mich auch gebracht. Dafür, dass es eigentlich nur zwei Items sind, auch wieder 80k gemacht. Das ist in Ordnung, ne? Das ist jetzt nicht sonderlich viel, aber ja, für die zwei Items ist es ganz okay. Da kann man jetzt nicht meckern. So, nochmal 86k. Dann haben wir jetzt noch einen Char. Und zwar mein Inschriftenkundler. Den hier. Mit dem habe ich Inschriftenkunde und Alchi, wobei ich ja tatsächlich nur den Inschriftenkundler nutze, den Alchi nutze ich im Moment nicht. Ich wollte mich eigentlich mal aufraffen und die Rang 3 Flask-Rezepte holen, das muss ich jetzt mal machen. Beziehungsweise ich habe eigentlich mit dem Alchi auch jetzt letztens mir Dings geholt, ne, Transmutations-Alchi, und eigentlich wollte ich die Daily-Transmutationen immer nutzen, aber das habe ich jetzt irgendwie die Woche auch vergessen tatsächlich. Muss ich vielleicht mal ein bisschen öfter machen. Vor allem diese Ur-Feuer-Ur-Erde-Umwandlungsgeschichten, die lohnen sich, weil die extrem weit auseinander sind. Da ist, glaube ich, Ur-Erde ist irgendwie bei 25 Gold, Ur-Feuer ist bei 500 Gold. Also wenn du das eine zum anderen transmutierst, hast du halt mit einem Zauber quasi, also mit einem Klick schon einen ganz guten Goldbetrag gemacht. Und das wollte ich jetzt eigentlich mal ein bisschen mehr nutzen. Es gibt dann auch noch andere Transmutationssachen. Aber irgendwie, weiß ich nicht, habe ich das jetzt die letzten Tage vergessen. Mit dem verkaufe ich halt hauptsächlich, wie ihr seht, die Kompendium-Dinger. Ein paar Rollen verkaufe ich auch noch. Und so ein Zeug halt, ne? Das ist halt das meiste, was wir machen. Ihr seht, hier sind gerade auch nochmal ein paar Kompendium-Teile zurückgekommen. 150k waren das auch nochmal. Kannst du jetzt auch nicht motzen, ist auch nochmal ein ganz cooles Gold. Man muss natürlich aber auch mit einbeziehen, ich habe hier auch relativ viel Expulsum geschaffelt, heißt Gold ausgegeben für Stoffe, die wieder in Handgelenke umgewandelt und dann dementsprechend, ja, dann dementsprechend wieder Items rausgecraftet. Also das ist nicht reiner Gewinn, das ist eher so ein bisschen der Umsatz. Der Gewinn, die müsste man dann so mal so einzeln rausrennen. So, jetzt stellen wir das kurz noch rein und derweil können wir, obwohl das ging jetzt relativ schnell, weil es hier nicht viele Items sind. Also ihr seht schon hier, TSM ist eine schöne Sache. Ich habe es ja hier auf den Button gebindet, also ich kann es auch mit dem Mausrad durchdrücken. Da hat man schnell seine Sachen wieder reingestellt, kann auch schnell reposten. Das ist immer eine schicke Angelegenheit. So, jetzt habe ich auf Antonidas hier mit dem zweiten Account auch schon wieder 4,3 Millionen. Den habe ich am Anfang ein bisschen Gold, ich glaube jedem Char 50k, den vier Chars, ne? Und jetzt sind wir da schon wieder bei einem ganz guten Betrag. Dann schauen wir noch auf Blackmoor, würde ich sagen. Da haben wir nämlich auch wieder ein bisschen Gold gemacht. Wir können mal unten anfangen bei meinem Teller. Während wir einloggen, schon mal die Beträge eintragen. Wir sind jetzt bei dem bei 9,942. 9942, also da haben wir ein deutliches Plus hingelegt. Also wenn man es gut mit der letzten Wochenzahl vergleicht, ist es jetzt nicht so ein hohes Plus. Da sind es halt jetzt vielleicht 150.000 nur. Aber man muss halt immer mit berücksichtigen, dass ich ja hier ganz klar die 750k rausgehauen habe. Und wie gesagt, ich habe hier mit dem 1600 Expulsum geschaffelt, ne? Wenn man jetzt alleine mit dem rechnet, 1000, oder es waren fast 1700. Und dann rechnet, ich brauche etwa 7,5 Handgelenke, um ein Expulsum zu kriegen. Dann sind es 12.000 Handgelenke. Für ein Handgelenk brauche ich 10 Stoff. Dann
sind es 127.000 Stoff und ein Stoff kostet zwischen 2 und 3 Gold, sagen wir mal 2,5, dann sind es auch 318.000 Gold, habe ich alleine für Expulsum ausgegeben, ne? Also das ist halt dann auch nochmal, und das ist da noch gar nicht drin, also das muss damit auch noch abgedeckt werden. So, dann gucken wir jetzt mal hier auf Blackmoor. Und da habe ich jetzt auch hier einen Char, wo ich, ja, nee, was habe ich mit dem? Lederer und Schmied habe ich mit dem, genauso wie bei meinem Main. Da haben wir, denke ich mal, auch ganz gut was gemacht, weil der Beruf allgemein gut geht. Ja, 37.000. Ihr seht hier, sind die Durchschnitte ein bisschen höher. Hier habe ich mehr Items auch dabei, mit 15.000 Gold, 11.000. Hier, neun, da hat einer für ein 400er Ketten-Item, hat er 19.000 Gold gezahlt. Die Geschichte ist, ihr müsst immer denken, dieses Item, was hier 19.000 rausging, hat keine höheren Herstellkosten als das, was 1.400. Das hat, die haben alle das komplett gleiche Herstellkosten, ne? Also die liegen komplett gleich, die Herstellkosten. Da hat einer 28.000 Gold für einen fucking 400er Item ausgegeben. Was ist mit den Leuten verkehrt? Also ihr seht hier, auf Blackmoor habe ich nur 80 Items verkauft, also die Hälfte, wie auf Antonidas. Aber da die Preise hier so viel höher teilweise sind von den Sachen und die Leute irgendwie crazy sind, also sowas habe ich auch nicht gesehen für ein fucking 400er Item, hast du halt hier viel, viel höhere, also hier, hier sagen wir mal, durchschnittlich immer mal 3, 4, 6K, 8K, das sind die 1K-Teile sogar eher in der Minderheit tatsächlich. Also das, ja, da geht halt tatsächlich mehr. Aber auch mit dem Char habe ich extrem viel Expulsum geschaffelt. Ich müsste jetzt mal gucken. Hier die Bank. Auch mit dem habe ich auf der Bank 694 Expulsum. Ich hatte, glaube ich, 800 geschaffelt. Das habe ich wieder ein bisschen was rausgehauen, um die Items herzustellen. Hat einfach so ein bisschen den Hintergrund, dass ich jetzt gerade mir so ein Expulsum Vorrat aufbauen mit vielen Chars, einfach um so in der nächsten Zeit nicht mehr shuffeln zu müssen, dass ich einfach nur noch einlogge, die Items einmal herstelle, die ich neu brauche, ins AHA hau, fertig. Weil das langfristig ist immer das Expulsum shuffeln. Im Moment habe ich ein bisschen mehr Zeit und dann dachte ich mir, komm, machst du das mal so nebenbei. Genau. Aber da haben wir jetzt auch tatsächlich wieder ganz gut was eingenommen. Ich bin guter Dinge, dass wir im Plusbereich landen. Obwohl wir hier so viel ausgegeben haben. Deswegen habe ich ja auch die Tabelle so ein bisschen angepasst, um da einfach sehen zu können, okay, wo liege ich auch abzüglich dem, was ich da für das Transmog-Zeug ausgegeben habe. Vor allem, ich will ja jetzt auch demnächst wieder gucken, dass ich an die 20 Millionen rankomme. Einfach um, ja, dann entspannt mit den Magic Rooster Egg, das Magic Rooster Egg mal uns holen zu können. So, dann haben wir jetzt hier den Char, wo ich Schneider und Inschriftenkundler bin, also sprich, ich stelle auch hier wieder so ein paar Compendiums-Trinkets her, ein paar Trinkets und dann halt die ganzen Stoffsachen. Die fallen aber hier jetzt nicht so raus. Seht ihr, da sind manche Stoffsachen sogar nur 800, 900 Gold wert. Das ist so haarscharf nur an der Gewinnzone. Ihr müsst rechnen, so ein Expulsum setze ich so mit 200 Gold an, 2 oder ein bisschen was, dann 250 vielleicht im Moment eher. Und dann brauchst du 2 bis 3 Expulsum für viele Items. Und dann hast du halt noch die Stoffsachen, ne? Also wenn ein Item unter 1.000 Gold ist, dann ist da ganz wenig Gewinn sogar oder fast eigentlich gar nichts. Also dann lohnt sich's tatsächlich nicht mehr so. Aber so 2.000, 3.000, da bist du voll in der Gewinnzone. Und wenn du natürlich dann eins für 10, 11.000 raushaust, dann hast du natürlich einen guten Gewinn gemacht. Der sich dann lohnt sich quasi auch das Expulsum Shuffle, ne? Dieser Zeitaufwand. Wobei, ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt sogar auch nochmal ein bisschen was verbessert. Ich habe mir nochmal ein Makro gemacht für VZ, wo ich einfach nur durchprügeln kann. Da habe ich die Item-ID ausgelesen. Dann muss ich das nicht über dieses TSM-Teil machen, was ständig verbuggt tatsächlich. Und auch beim Shufflen habe ich ein Addon gefunden, wo man eine Taste drauflegen kann, wo ich einfach nur die Taste mal drücken muss und dann muss ich nicht mehr auf diesen Button drücken, was es mir wesentlich erleichtert, wenn ich zwei Accounts spiele. Dann muss ich nicht immer auf den anderen rübergehen und genau den Button drücken, sondern kann einfach die Taste drücken und dann, ja, shuffelt der es quasi weiter. Und das ist ganz angenehm tatsächlich. Seitdem tue ich auch wesentlich lieber Shuffle, ne? Wenn du immer genau das drücken musst, wenn ich jetzt nebenbei irgendeinen schwierigen Content mache, dann will ich nicht auf dem anderen Bildschirm rumdrücken müssen, sondern einfach die eine Taste und dann hat sich das. So, dann haben wir jetzt hier noch meinen Char, wo ich ein bisschen Crap verkaufe und Inji und VZ habe. Und tatsächlich habe ich mit dem im Verhältnis relativ viel Gold gemacht, weil die Inji-Items relativ gut gehen und die VZ-Rollen eigentlich auch ganz okay.
Ich habe nämlich auch hier relativ viele VZ-Mats, einfach so for free, weil ich ja auch viele Items staffel, da wieder die blauen Handgelenke habe und die mit dem alle disse. Und da habe ich jetzt ewig viele Ring-VZs hergestellt. Und mit dem hier habe ich nämlich tatsächlich, weil ich den ja mal eine Weile als Main gespielt habe, habe ich, wie ihr seht, die Rang 3 Sachen hier. Und wenn du natürlich, also zumindest von den Ringen habe ich die Rang 3 Sachen, hier von den Waffendingern könnte ich sie mir theoretisch auch holen. Die kriegst du, glaube ich, von den Arbeitsaufträgen. Da war ich anscheinend schon wieder zu faul, die zu machen. Halt, geh weg. Ja, da, glaube ich, musst du die Arbeitsaufträge machen in Nashyatana, ne? Für die Waffensachen. Ja, genau. Die müsste ich dann mal noch angehen. Demnächst. Hust, hust. So, dann haben wir alles Gold raus. Das waren nochmal 237.000. Jetzt sind wir auf Blackmoor auch bei 3,4 Millionen. Ja, langsam geht's aufwärts. Und jetzt können wir mal noch den Gesamtgoldwert anschauen. Wir sind jetzt hier bei, haben wir alle Chars, 9,424 können wir eintragen. 9,424. Und damit sind wir jetzt overall bei 19.366.000. Heißt, wir haben uns auch zum letzten Mal, also wenn wir den Minusbetrag jetzt mal außer Acht lassen, haben wir uns auch zum letzten Mal ein bisschen erhöht. Wir haben jetzt aber hier in der Rechnung die Rezepte zumindest mit einberechnet, dass ich da relativ viel Gold ausgegeben habe, ohne zu investieren. Und auch da haben wir quasi dann Plus gemacht. 1,5 Millionen ist jetzt nicht übertrieben viel für 2 Wochen, aber ist auf jeden Fall ganz okay. Okay, und da sind wir auch wieder ein bisschen hochgegangen. Wenn wir jetzt den Betrag nicht rausgehauen hätten, dann wären wir sogar bei den 20 Millionen, was ja so mein nächstes Ziel war im Endeffekt. Gut, ja, das können wir wieder abspeichern. Jetzt kommen wir auf jeden Fall in großen Schritten auf die 20 Millionen zu. Mal gucken, was dann so die nächsten Wochen noch mit sich bringen, ob wir da vielleicht noch ein bisschen mehr Gold machen können. Jetzt auch mit Fuel Boost könnte vielleicht noch mal einiges gehen. Ich habe jetzt aber auf jeden Fall vor, bis ich das Magic Rooster Egg wirklich habe, also das letzte TCG-Mount, das ich brauche, dass ich jetzt erstmal keine größeren Summen mehr ausgeben werde. Und ich denke mal, jetzt müsste man dann, ja, das ist beim nächsten Mal easy auf die 20 Millionen kommen und dann werde ich mich schon mal ein bisschen umschauen, sobald ich die Grenze geknackt habe. Gut, das war's mit dem kleinen Goldtagebuch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.